Drei Wörter, die du kennen solltest. Das Wort so genannt wird oft verwendet, um Skepsis oder Zweifel an der Genauigkeit oder Authentizität eines Begriffs oder einer Beschreibung auszudrücken. Das Wort so genannt wird oft verwendet, um Skepsis oder Zweifel an der Genauigkeit oder Authentizität eines Begriffs oder einer Beschreibung auszudrücken. Das Wort so genannt wird oft verwendet, um Skepsis oder Zweifel an der Genauigkeit oder Authentizität eines Begriffs oder einer Beschreibung auszudrücken. Das Wort sonderbar wird verwendet, um etwas zu beschreiben, das ungewöhnlich, seltsam oder merkwürdig ist und von der Norm oder den Erwartungen abweicht. Das Wort sonderbar wird verwendet, um etwas zu beschreiben, das ungewöhnlich, seltsam oder merkwürdig ist und von der Norm oder den Erwartungen abweicht. Das Wort sonderbar wird verwendet, um etwas zu beschreiben, das ungewöhnlich, seltsam oder merkwürdig ist und von der Norm oder den Erwartungen abweicht. Das Wort spannend wird verwendet, um Situationen, Erlebnisse oder Inhalte zu beschreiben, die aufregend und interessant sind und die Aufmerksamkeit stark fesseln. Das Wort spannend wird verwendet, um Situationen, Erlebnisse oder Inhalte zu beschreiben, die aufregend und interessant sind und die Aufmerksamkeit stark fesseln. Das Wort spannend wird verwendet, um Situationen, Erlebnisse oder Inhalte zu beschreiben, die aufregend und interessant sind und die Aufmerksamkeit stark fesseln. Alle Wörter sind auf diesem Kanal zu finden, zusammen mit ausführlichen Beispielsätzen.